Wenn ihr mit SketchUp arbeitet und ihr wissen wollt, wie ihr direkt in SketchUp Zuschnittpläne und Stücklisten macht, dann bleibt dran, denn das zeige ich euch gleich. Ich habe ja diese Woche den ersten Artikel zu meinem neuen Frästisch auf holzwerken.net veröffentlicht. Da kommen noch ein paar weitere. Und da habe ich auch gezeigt, wie ich den Schnittplan und die Stückliste erstellt habe, und zwar mit SketchUp, da ich das ganze Projekt ja in SketchUp geplant habe. Und da haben mich ein paar Fragen erreicht, unter anderem auch dazu, wie ich denn diese Stücklisten und Schnittpläne direkt in SketchUp mache. Und das passiert mit einem Plugin, das nennt sich OpenCutList. Das habe ich schon mal ganz kurz vorgestellt, aber ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie das ganz genau funktioniert. OpenCutList arbeitet als Plugin direkt in SketchUp. Ihr könnt euch das Plugin direkt über die Funktionen Extension Warehouse und dort über die Suche OpenCutList installieren. Bei mir ist das schon installiert. Ihr müsst nach der Installation das Programm, also SketchUp, noch einmal neu starten, damit das Plugin auch aktiviert wird. So sieht das Ganze aus. Bei euch würde dann hier Install stehen. Das macht ihr, führt das durch, startet SketchUp neu und dann habt ihr diese Menüleiste hier mit diesem kleinen Icon. Damit das Ganze funktioniert mit den Stücklisten und den Schnittplänen, müsst ihr entsprechend zeichnen. Ihr müsst alles, was in der Stückliste landen soll, als Komponente speichern, also als Komponente anlegen. Beispielsweise hier eine Schrankseite. So, ein Schrank hat zwei Seiten, also noch eine Kopie machen. Dann braucht ein Schrank einen Boden. Ich zeichne das hier 18 mm stark. Der Boden kommt zwischen die Seiten. Und das wird auch noch ein Deckel. Jetzt bekommt mein Schrank noch eine Rückwand. Es geht hier nicht darum, wie man genau einen Schrank zeichnet. Es geht darum, wie das Plugin arbeitet. Deswegen spare ich mir hier sämtliche konstruktiven Details. Habe ich einen Schrank bestehend aus vier Teilen und einer Rückwand, und damit das Plugin ordentlich arbeitet, müsst ihr dem Ganzen noch Materialien zuordnen. Da reicht es, wenn ihr verschiedene Farben nehmt, zum Beispiel das hier für 18 mm Multiplex. Benennt euer Material auch, damit ihr euch da zurechtfindet. Multiplex 18 mm. Für die Rückwand nehme ich eine etwas andere Farbe und nenne das Multiplex 6 mm. Und wenn ihr jetzt euer Plugin aufruft, sieht das erst einmal so aus, dann geht ihr in den Bereich Materialien. Aktualisiert das Ganze, dass alle Materialien gezogen werden, und hier habe ich jetzt meine Materialien. Da muss ich dem Programm jetzt nur noch sagen, das ist ein Plattenmaterial, und hier kann ich verschiedene Parameter eingeben, zum Beispiel ein Längen- und Breitenzumaß. Das macht eher bei Platten, bei Massivholz Sinn. Hier sind verschiedene Stärken schon angegeben. Sollte da eine Stärke fehlen, tippt ihr die einfach rein. Genauso hier bei den verfügbaren Plattenmaßen, da könnt ihr beliebige Abmessungen reintippen. Das Programm zieht sich immer die am besten geeigneten Plattenmaße. Hier könnt ihr die Faserrichtung angeben, Faser in Längsrichtung. Wenn ihr alles angegeben habt, bestätigt ihr das. Ihr könnt hier auch noch den Namen ändern, falls ihr euch irgendwo vertippt habt oder ihr euch überlegt, es anders zu benennen. Das gleiche bei dem 6 mm Material. Ist hier schon drin.
bestätigen. Und jetzt geht ihr auf die Holzliste, generiert die. Und dann sollte das in etwa so aussehen bei euch. Ihr seht hier eine Übersicht. Multiplex 18 mm brauche ich 4 Teile. Multiplex 6 mm brauche ich 1 Teil. Hier seht ihr die Gesamtfläche. Bei Massivholz würde hier Volumen stehen. Dann habt ihr die Einzelmaterialien. Hier 18 mm Multiplex. Hier 6 mm Multiplex. Und wenn ihr hier auf Schnittplan geht, dann könnt ihr hier noch ein paar Optionen eingeben, zum Beispiel hier Restteile. Habt ihr also noch Restteile in der Ecke stehen, gebt ihr hier einfach die Maße ein. Ihr könnt auch mehrere Maße eingeben. Bei der Sägeblattdicke könnt ihr das Programm etwas bescheißen, indem ihr sagt, ihr macht eine Sägeblattdicke von 10 mm. Dann rechnet das Programm auf alle Teile ein paar Millimeter dazu. Kantenabfallbreite, das ist euer Anschnitt. Wenn ihr also die Werkskanten eurer Platten nochmal abschneidet. Hier könnt ihr die Teile etwas vorsortieren, da könnt ihr ein bisschen den Zuschnitt, die Optimierung nochmal beeinflussen. Das müsst ihr einfach durchprobieren, was einen besseren Zuschnitt ergibt. Und dann könnt ihr hier euren Schnittplan aufrufen. Das sieht jetzt so aus. Hier ist mein 18 mm Material. Und hier ist mein 18 mm Material. Und ihr seht, die Reststücke wurden berücksichtigt. Hier wird eine neue Platte angeschnitten und hier wird das Reststück berücksichtigt. Wenn ihr wieder auf den Schnittplan geht, nehme ich mal die Reststücke raus, einfach hier auf Löschen gehen und wieder Schnittplan, dann rechnet das Programm neu und ihr habt alles aus einer neuen Platte rausgeschnitten. Wenn ihr auf Schließen geht, kommt ihr wieder in die Liste. Genauso könnt ihr jetzt mit dem 6 mm Material vorgehen. Ihr könnt euch die Werte auch als Vorgabe speichern, dann müsst ihr die nicht immer wieder neu eintippen. Und das wäre jetzt der Schnittplan für das 6 mm Material. Und das Schöne ist, dass OpenCutList direkt mit eurer SketchUp-Datei praktisch agiert. Wenn ihr hier in der Holzliste etwas ändert, beispielsweise den Namen eures Teils, wenn ihr draufklickt, kriegt ihr das Teil angezeigt, ihr kriegt das Material. Ihr habt hier noch weitere Optionen und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch den Namen ändern. Ihr könnt hier das Teil im Modell hervorheben, wird dann rot markiert. Das ist das Teil, das ihr gerade bearbeitet. Ihr könnt wieder in die Stückliste wechseln. Ihr könnt hier das Material auch nochmal ändern, wenn ihr wollt. Das hat aber keinen Einfluss auf die Zeichnung. Wenn ihr hier also eine andere Materialstärke aussucht, bleibt die Zeichnung trotzdem bestehen, wie sie ist. Ihr könnt hier auch Teile ausblenden und wieder einblenden. Und wenn ihr jetzt hingeht und hier in eurer Zeichnung Teile ausblendet, und dann die Stückliste neu generiert, dann wird nur das in die Stückliste übernommen, was hier auch eingeblendet ist. Das könnt ihr noch bequemer über die Gliederung machen. Hier seht ihr jetzt, wenn ihr im Modell was ändert, während das Plugin offen ist, kommt auch wieder eine Meldung und ihr könnt den Schnittplan neu generieren. Und hier seht ihr nun, wenn ihr bestimmte Teile markiert in eurer Zeichnung, also meinetwegen die Seite und den Boden, und dann einen Schnittplan erstellt, steht hier auch als Warnung, dass nicht alles berücksichtigt wurde. Es ist jetzt nur das in der Holzliste, was ihr markiert habt. Also da könnt ihr ganz genau beeinflussen, was landet in der Holzliste. Und wenn ihr alles habt, könnt ihr hier exportieren als CSV-Datei oder aber das Ganze drucken.
mache hier mal ein PDF draus. Und dann sieht das so aus. Eure Schnittpläne könnt ihr genauso drucken. Und dann habt ihr hier einen schönen übersichtlichen Schnittplan. Seht ihr genau, was ihr zuschneiden müsst. Hier sind die Positionsnummern dran. Also alles wirklich sehr übersichtlich. Also ihr habt mit diesem Plugin wirklich ganz viele Möglichkeiten, was Stücklisten und Schnittpläne angeht. Ihr müsst nur richtig zeichnen. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt hingeht und beispielsweise diesen Schrank nochmal in eurer Zeichnung habt und jetzt das Plugin aufruft, dann seht ihr, es sind vier Seiten, vier Deckelböden und zwei Rückwände. Selbst wenn ihr diese Schränke hier gruppiert, funktioniert das Ganze immer noch. Und jetzt seht ihr, auch dann wird das Ganze noch richtig schön erkannt, so wie es auch sein soll. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu machen. Ihr könnt beispielsweise die Art der Nummerierung ändern. Ihr könnt die Sortierreihenfolge eurer Spalten ändern. Also da könnt ihr das Ganze noch etwas anpassen. Aber in den Grundeinstellungen funktioniert das schon ganz sauber. Und so könnt ihr auf ganz einfache Art und Weise mit einem kostenlosen Plugin direkt aus SketchUp eure Stücklisten und eure Schnittpläne generieren. Ja, wie ihr seht, ist das wirklich simpel, wenn man entsprechend zeichnet. Aber ich würde euch sowieso empfehlen, eure Zeichnung gut zu strukturieren. Ihr habt ja gesehen, dass das über die Gliederung seitlich sehr gut geht. Da könnt ihr Komponenten und Gruppen anlegen und habt da immer den vollen Überblick. Und über die Gliederung könnt ihr die auch direkt bearbeiten, aufrufen, einblenden, ausblenden. Das geht sehr komfortabel. Das ganze Frästischprojekt werde ich bei holzwerken.net im Blog dokumentieren. Und wenn der Frästisch fertig ist, könnt ihr euch auch die Zeichnungen, die Stücklisten etc. alles runterladen, teilweise auch Bezugsquellen, wenn das notwendig ist. Also da bekommt ihr alle Infos dazu, wie dieser Frästisch gebaut wurde. Zum Schluss des Videos noch ein paar Hinweise. Diese Woche habe ich die Werkstattkurse weiter geplant. Das heißt, die Kurstermine für Juli und August sind jetzt online. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist ja ein Termin dabei, der euch zusagt. Und dann sehen wir uns eventuell ja mal hier bei mir in der Werkstatt zu einem meiner Kurse. Noch ganz kurz ein Hinweis zu den Online-Kursen. Da läuft ja im Moment der Oberfräsenkurs als Online-Kurs. Für alle, die sich für den Werkstattkurs Oberfräse interessieren, ist es so, dass der Online-Kurs zwar schon die Themen des Werkzeugkurses auch beinhaltet, aber natürlich könnt ihr in einem Online-Kurs keine verschiedenen Maschinen ausprobieren. Das geht natürlich nicht. Im Werkstattkurs könnt ihr das. Wenn ihr den Werkstattkurs eventuell schon mal bei mir gemacht habt, dann ist der Online-Kurs Oberfräse eine gute Ergänzung, denn es gibt einige Sachen, die ich im Online-Kurs zeige, die ich im Werkstattkurs nicht mache. Nur so als kleiner Hinweis. Wenn ihr da Interesse habt, alle Links sind in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch auch da den ersten Artikel zum Baubericht des Frästisches. Auch das findet ihr dann unten. Und im ersten Artikel werde ich zum Schluss, wenn der Frästisch fertig ist, auch alle weiteren verlinken. Also da kommt ihr dann immer weiter. Das war's von mir für diese Woche. Ich arbeite jetzt noch etwas an meinem Frästisch weiter. Euch wünsche ich ein tolles Wochenende. Geht in die Werkstatt, baut was Schönes und habt Spaß dabei.